Ich brauche ja dafür für die nächste Runde. Ich brauche sowieso eine Netzerfestung, würde ich gerade sagen. Ich muss hier die Lohn, brauche ich ja. So. Ah, das gibt auch noch einen Spaß. Bis dahin muss ich unbedingt noch einen guten Bogen gecraftet haben. Kuh, du störst mich hier schon die ganze Zeit. So, weg bist du. So, du brenn hier mal schön fertig. Ist ja schon mal einen zweiten. Ja, komm. Ich glaube, ich baue nochmal Ofen. Versteht's ja als Warte, dass das da irgendwann mal fertig ist. Aber ich will lieber dreimal so schnell noch einen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Zack. So, komm, ich craft mir gerade nochmal zwei. So. Damit kann ich mich dann erstmal ein bisschen über Wasser halten. Zack, zack. So. Machen wir gerade mal so. Und so. Da kann das Schweinefleisch schön braten. So. Yum, yum, yum. Da mache ich jetzt aber gerade nochmal eine kurze Aufnahmepause, oder? Mach ich das jetzt gerade? Nee, warte, ich schwör erst noch oben das fertig machen. So, die können gerade noch fertig brennen. Da mache ich mich nämlich gerade noch in den Nether, mache mich nochmal hoch und tu die Plattform da schön machen. Da oben, ne? Mit schön, ein bisschen schönerem Stein das Ganze machen. Nicht hier mit dem. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Dass das gut aussieht, ne? Wenn das hier durchgebrannt ist, da kann ich mir genügend Steine draus bauen. Aber vielleicht soll ich gerade mal gucken, wenn ich hier noch so ganz, ganz viel. Nein, nein. Ja. Wenn ich hier noch ganz viel Samen gerade habe. So, das ist 1, 2, 3, 4. Das ist schon so weit, wie es geht. Sehe ich hier gerade. Hab schon mal eine Schaufel. Ja, da. So, dann mal. Buddeln wir das gerade mal nach hier hinten. Erweitern wir uns gerade mal ein bisschen. Wir erweitern sozusagen unseren Horizont. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es wird schon wieder dunkel. Schlechtes Anzeichen. Kann ich gar nicht gebrauchen. Du bist gleich fertig. Aber zum Glück können wir uns ja durch den Nässe hinweg behelfen. Komm, brenn fertig, brenn fertig, brenn fertig. Na, shit, 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 shit. Das könnte eng werden. So, kann man gucken, kann ich das. Ne, da muss ich ja hier drin machen. Wie, es gibt nur vier. Achso, aus einem sind vier. Ja, klar. So, das muss reichen. Angriff! Durch den Nether, schnell da hoch. Auf ins Bett gelegt. Komm, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Greift mich bitte gerade mal keiner an. Ich kann jetzt absolut keinen gebrauchen. Nicht einen von euch. Ganzen Pappnasen. Tschüss. So. Schnell darüber. Wie gesagt, das bleibt ja auch nicht alles so. Ha, mit der Lava habe ich eine geile Idee. Da fällt mir gerade was ganz Tolles zu ein. So. Auch hier zählt jetzt das. Nichts hier oben. Gut, schnell rüber, bevor ich angeschossen werde. Ah. Ohne Scheiß. Ich glaube, solange ich hier bin, werde ich hier oben eine Krise bekommen. So. Jetzt. Aber gut. Jetzt mache ich aber doch nochmal kurz eine Pause. Obwohl, nee. Komm, jetzt bin ich hier. Jetzt bringe ich es auch zu Ende. So. Bloß nicht loslassen, Metzel. Sonst gibt es wieder einige, die sich extrem in Ast lachen. Das ist schon mal gut. So. So breit, so gut, ne? Wortwörtlich. So, das hacken wir gerade mal weg. Solange ich das hier oben nicht secured habe, irgendwie, wird mir das extrem viel Schiss bereiten. Und da hilft mir auch ein Steg, der zwei Schläge weit ist, nicht wirklich weiter. So, weg. Weg. Aber er ist definitiv ein Anfang. So, so. Klack, 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 klack. So.
Ich glaube, für die Plattform da wegzumachen. Nee, da muss ich mir erst eine Schaufel für machen. Das wird mir jetzt hier zu lang dauern. So, auf jeden Fall. Männers, nochmal. Wo ist es da? Kurze Unterbrechung. Wir sehen uns dann gleich wieder. Musik halt gerade an. Und machen weiter. Bis dahin. Tschüss. Hallöchen, meine lieben Freunde von leichten Missgeschicken und willkommen zurück zur Let's Play Minecraft Phil ist hier das Extremus. Dem Erfolg gehackt auf ganz, ganz, ganz hart mit eurem Metzel. Erstmal Musik an. Ihr merkt schon, ich bin nicht auf meiner kleinen kuscheligen Insel. Das hat einen Grund. Jetzt schaut's mal hier hin. Ja, geht die Sonne gerade unter? Oder auf? Ne, unter geht sie, glaube ich. Ja. Ah, ne, ich kann nur nachts schlafen. Ist sie gerade aufgegangen oder untergegangen? Ich glaube fast, sie ist aufgegangen. Cool. Auf jeden Fall. Hab ich hier konkret krass das Feld? Dies ist nicht die Arbeit von Offscreen-Tätigkeiten, meine lieben Freunde. Nein, es ist was viel krasseres. Es wird doch gerade dunkel. Ich bin ja nicht doof. Und zwar, mir ist so passiert, ich habe schön hier für Minecraft aufgenommen, habe mir eine Stunde lang einen Wolf gelabert. Und dann ist mir so ganz spontan aufgefallen, nachdem ich da komm, jetzt mach's mal kurz Päuschen. Ich habe alles gemacht wie immer, ich habe alles gedrückt wie immer. Nur was mir nicht aufgefallen ist, ich habe ganz vergessen, mein Aufnahmeprogramm überhaupt von vorne herein zu starten. Da krieg ich gerade einen Hustanfall. Ja, dementsprechend habe ich eine Stunde lang schön rumgeackert, habe mir einen Wolf erzählt ohne Ende. Und bin zu dem Schluss gekommen, shit, ich habe überhaupt gar nichts aufgenommen für die Nachwelt. Ja, dementsprechend bin ich jetzt stolzer Besitzer eines großen Feldes, ein paar mehr Kühe und einer ganz dezent ausgebauten Plattform da oben. Dass ich mich da oben ein bisschen mehr sicherer fühlen kann. Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich hätte euch das ganze Dilemma hier gerne gezeigt, das ich hier mit mir selbst veranstaltet habe. Aber es sollte nicht sein. Ich bin blöd. Punkt. Da habt ihr es. So. Den Satz werden sich jetzt einige rausschneiden und an die Wand tackern, denn so schnell werdet ihr ihn nicht wiederhören. Hoffe ich doch zumindest. So, die Welt dürfte mittlerweile genug geladen haben. Ja, so. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen nur hier auf Auffüller-Mission. Ich muss diese Folge oder möchte diese Folge hier noch schön auffüllen, dass ich sie euch präsentieren kann. Und morgen, wenn ich dann wieder schon mehr Zeit habe, werde ich dann eine neue Aufnahmerunde beginnen. Ja, dann gibt es auch nicht meine typische Ragnarok Online Filler Musik Ding, sondern was Schönes anderes. So, also was hatte ich jetzt eigentlich so gesagt und alles in der Stunde, wo ich da gelabert habe? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war auf jeden Fall ganz, ganz viel unnützes Zeug, das könnt ihr mir glauben. Ihr kennt mich ja. Als würde ich jemals was Sinnvolles labern in der Stunde. Aber ich habe mich dazu entschlossen. Ich weiß es ja immer noch nicht, ob ich das nicht doch schon mal gesagt habe. Ich werde tun. Und zwar die, unser kleiner Schrein, den wir, der ist ja zum Schreien, ne? Unser kleiner Schrein, den wir oben bauen wollen, unsere Pagode, unser Andenken an die vorherigen Versuche, an den Cyrus, an den Walle, wie sie alle heißen und mögen, kommen, tun, die hier mal vorbeischauen werden. Ich möchte ihn gerne aus Netherziegelsteine richten. Und dementsprechend, nach Adam Riesen, Eva Zwerg, brauchen wir ein bisschen Netherziegelstein. Wir müssen also eine Netherfestung suchen. So, und das ist jetzt der eigentliche Grund, warum ich hier so ein riesen Gemüsefeld angesetzt habe. Denn ich möchte mir genügend Nahrung zusammenraffen, dass ich dieses Megaprojekt auch bewältigt bekomme. Im Nether aufhalten ist ja ein bisschen langwidriger, kennen wir ja alle von Minecraft. Und dementsprechend will ich hier mir schön viel Futter anbauen, dass ich das Ganze auch irgendwie überleben kann. So, pass mal, komm mal so. Ach, Quatsch. Was habe ich denn jetzt schon wieder vor, Strottel? So, warte mal kurz. Jetzt. Da, ich will keinen weiteren Zaun, obwohl Zäune brauche ich auch. Aber ich will als erstes ein Türchen, weil ich es halt einfach kann. So, jetzt können wir das hier verteilen. Machen wir es so. Und machen wir so. Irgendwie? Keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade mal irgendwie Müll gebaut. So. Dann so.
So. Na komm, da teilen wir hier nochmal gerade. In Teilen bin ich ja ganz groß. So, machen wir nochmal. Gott, dann haben wir nochmal einiges. So, da kann ich wenigstens noch hier, solange ich diese Folge noch voll mache, ein bisschen Verschönerungsarbeit leisten. So, zumachen. Denn mir soll ja hier kein Vieh irgendwie reinrennen. Das wäre ganz doof. So, hier gehen wir hoch. So. Ja, genau. Hier habe ich extra... ist ja gut. Ja, Musik ist ein bisschen laut für euch Kühe, hä? Aber das ist mir scheißegal. Hä? Verschafft euch ein paar Ohrenschützer. Boah, leck das. Weiß nicht, ob woran es liegt. An Minecraft selbst mal wieder oder daran, dass ich mir jetzt hier kein Holz, kein Zauntörchen gebaut habe. Ist ja gut, ihr werdet ja auch noch innen. Ja, meine putzigen Viechers, ne? Macht ihr alle fein. Euch werde ich ja auch noch in den größeren Stall umziehen lassen. Ihr dürft auch irgendwann raus aus dem engen Gefängnis, in das ich euch gezwängt habe. Entweder zieht ihr in einen größeren Stall um oder ich werde euch zum Schlachthaus führen. Ich bin mir noch unsicher, was von beiden für mich lustiger wäre. Ich bin ein Sadist, ich weiß. So. Jetzt bauen wir hier so. Dann kommt hier auch keiner mehr rein und keiner mehr raus. So. Vor allem ich nicht. Das ist zwar jetzt hier immer noch so ein bisschen offen. Aber. Ja, naja. Von da oben wird schon nichts kommen. Wenn doch, werde ich es ganz schnell seinen gerechten Strafe hinzufügen. Gut. Das hätten wir. Dann versehen wir das Ganze hier noch mit ein paar Fakelen. Zack, zack. Damit hier alles auch schön ausgeleuchtet ist. Und uns nicht irgendwelche Viechers hier nachts aufs Dach steigen wollen. Das wäre ja ganz fatal. So, haben wir. Gott. Ach, guck mal, sieht auch hübsch aus. Irgendwie. Meistens. Öfters. Hin wieder. Hus, hus. Rösch, rösch. So, dann machen wir gerade noch ein Törchen. Und wachset, ihr blöden Viecher. Obwohl, apropos wachset. Habe ich nicht. 14 wachsen. Ah, guck mal, ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen Knochen haben wir doch. Das heißt, wir können noch ein kleines bisschen Knochenmehl noch anfertigen. Zack. Hab ich Eierstöcke verbraucht? Ne, hab ich nicht. Jetzt muss ich so rummachen. Zack, 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 zack. So, Zauntörchen. Wunderprächtig. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Dann tun wir hier noch ein Zauntörchen hin. Bing. Ja, genau, Metzel. Ist klar. Bling. So, jetzt aber. Was ich auch in der letzten Folge, die kein Schwein gehört hat, erwähnt habe. Oder erwähnt möchte. Ich wollte gerne mal eine Livestream-Runde hier Minecraften. Dass ich das Ganze aufnehme. Und gleichzeitig im Stream präsentiere. Das wäre doch... Habe ich mir vielleicht mal vorgenommen. Ist mal so eine Idee, so eine ganz lustige. Was haltet ihr denn davon? Fändet ihr das gut, wenn man das macht? Wenn man das so macht, dass ihr ein bisschen mitfiebern könnt, mir direkt sagen könnt, wie scheiße ich eigentlich bin. Oder sagt ihr, na, brauchen wir nicht. So, komm, hier, wachset schneller. So, ein bisschen für Turbo gesorgt. Was hab ich jetzt noch in Holz? Das. Yam, yam, yam. Dann könnte ich ja eigentlich. Ich glaube, ich werde fürs nächste Mal noch einen Satz Rezepte rausschreiben. So, ja, ja, ja. Bald ist es soweit. Das. Genau, das habe ich ja. Das habe ich auch. Den Kasten habe ich auch. Das. Dass ich hier meinen Verzauberungstisch bauen kann. Ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube, für den Verzauberungstisch, da brauche ich doch erstmal. Brauche ich da nicht Bücher für? Da muss ich ja lesen. Da muss ich lesen, das mag ich ja gar nicht. Und noch viel schlimmer, ich habe noch nicht mal Zuckerrohr. Ei, ei, ei. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Ich könnte mir ein paar Hühner bauen. Eieieiei, was haben wir denn da? Das hieß, ich muss erstmal losziehen und Dings suchen. Da, Zuckerrohr. Mäh. Gar keine Lust zu. Stopp, nee, das ist doch. Pflänzchen da rein, bitte.
Das tun wir mal da ablegen und das legen wir auch dahin ab. Das nehmen wir mal mit. Die Erde nehmen wir auch mal vorstellbar mit. So, klappt so auf Tod. Dann müssen wir tatsächlich was gegen tun. Das kann ja nicht angehen. Jetzt bin ich unsicher. Wie sah das... Für Zuckerrohr brauche ich ja obendrein noch Sand. Hier. So, warte mal. Wenn ich schon mal so drüber nachdenke, da oben war... Ja, genau, warte mal. Moment. Ich muss gerade mal... geht noch 5 Minuten, das packe ich schon locker. Ich muss gerade noch mal hoch auf meine kleine, aber sehr feine Insel. Da seht ihr mal, was ich oben für einen schönen Sicherungsmechanismus gebaut habe. Dass ich nicht mehr so einfach runterfallen kann. Hier ist nichts. Da drüben ist ganz viel Wasser, aber... Da unten vielleicht? Nein. Scheiße. Ich brauche Zucker! Also brauche ich den Zucker noch, um mir einen Kuchen zu bocken. Fällt mir so ein. Mist. So, ja, komm. Auf zu lecken. Bau dich auf. So. Warum kannst du hier im Nässer keinen Zucker geben? Ich muss endlich mal hier den blöden Übergang bauen, dass ich nicht immer außen rumrennen muss. Sag. So. Reingehüpft. Halb reingehüpft ist gut doppelt gewonnen. Schaut mal hier, meine lieben Freunde. Ah, guck mal hier, kann ich doch mehr als beruhigt rübergehen, ohne direkt ins Gras zu beißen. Das machen wir mal ein bisschen vorsichtig. So, kann ich von hier oben sowas ähnliches... Ich sehe schon einige lachen. Sowas ähnliches wie Zucker ausfindig machen. Wahrscheinlich eher nicht, alles viel zu klein. Aber ich weiß... Was ist mit dem Baum da passiert? Oh, der ist abgefackelt. Aber ich weiß, dass in dieser Richtung ganz viel Wasser gibt. Sonne geht schon wieder unter. Das heißt, ich werde mich, solange mein Feld da am Blühen ist, könnte ich mich ja eigentlich mal nach da hinten begeben und Lucky Lucky machen. Ob ich nicht doch irgendwo was finde. Die Chance ist minimal, aber doch irgendwie größer, wenn ich jetzt hier einfach nur rumsitze. So, komm. Kann man jetzt schon mal. Wir können es jetzt schon mal ein bisschen auf den Weg geben. So, wieder auf hinein. In das nässerische Nass. Blub. So. Bin ich richtig? Jupp. Leck. Hör auf, so. Brauche aber so lang, der Mist. Den Spaß gebe ich mir jetzt noch da hinten rein zu rennen. Genug Essen habe ich dabei. Genug Motivation habe ich auch. Nur bezahlt werde ich nicht genug für den Mist hier. Tag. Ich frage mich sowieso. Es gibt so drei... Wie viele... Das wäre eigentlich mal lustig zu wissen, wenn ich mir gerade so nachdenke. Wie viele Millionen Kilometer sind wohl Let's Player jetzt schon bei diesem Spiel hier gerannt? Jetzt überleg mal, wie... Es gibt ja, also, ich glaube ja, Minecraft ist immer noch das beliebteste Spiel oder das beliebteste Let's Play-Spiel auf YouTube. So, guck mal, da tut Gott in die Welt, gerade vor allen Dingen irgendwelche 12-jährigen kleinen Kiddies. Spielen Minecraft mit ihren komischen Bedwars. Flitzen sich da einen ab. Haben tierischen Spaß, wissen nicht warum. Ja, das zählt ja alles. Also, wo? Ich habe gerade... Entweder war es eine Zombie-Kuh. Oder... Ich habe wirklich gerade einen Zombie gehört. Ich bin mir unsicher. Das war hier so laut. So, was an mir lag. So, stirb. So, da hinten Richtung... jetzt hier runter. So, meine Zeit ist gleich voll. Meine Zeit ist gleich voll. Ach genau, das hattet ihr dann ja letztes Mal hier gar nicht mitbekommen. Haha, ich habe nämlich ein kleines Schockerlebnis auch gehabt. Das kann ich gerade noch erzählen. Die Minute überziehen tue ich gerade. Trottel, was ich bin. Na, jetzt bin ich
losgedackelt und habe das Essentiellste nicht mitgenommen. Ein Bett. Aber ich habe hier schon ein Schof gehört. Komm her. Schau dich kaputt. Dich erst recht. So, guck mal. Es tut mir ja leid, Schäfchen, aber ihr müsst dran glauben. So, und stirb. So. So viel zu meinem Bettproblem. Also, habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Ich bin ja so schön unterwegs, war von da oben nach hier unten. Hab da alles so ein bisschen weggehaxelt. Und plötzlich werde ich von hinten ganz gewaltig in meinen Arsch geschossen. Musste dann voller Freude feststellen, dass ich in dem Schutz eines Baumes ein Skelett gerettet hat. Was mich halt ganz hinterrücks angegriffen hat. Ich war ein bisschen geschockt. Ein bisschen schwer geschockt. Hier war das. Ich habe mir gedacht, oh shit. Wenn die Sau mich irgendwo anders erwischt hätte. So, blub, blub, blub. Gehen wir gerade von unten. Schön sieht das hier aus. Schön, 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 schön. Wenn die Sau mich irgendwo anders erwischt hätte, wo ich Schwarz heißen wollte, da hätte ich ein klitzekleines Problem gehabt. So, jetzt muss ich aber apropos klitzekleines Problem. Halli hopp. Halli hopp. Ah, guck mal hier. Hier gibt es wenigstens nochmal normales Holz. Na komm. Ja, auf dich auf. Jetzt muss ich die Welt erst wieder regenerieren. Na, ist egal. So, jetzt haben wir hier. Ah, Eichenholz. So, die Musik ist beendet. Das ist gut. Diese Folge auch. Schauen wir gerade mal. Jetzt mache ich gerade mal im Silent Mode. Nope. Nope. Blub, blub, blub. Gut, hier ist nichts weiter. Also, meine lieben Freunde. Dann schlage ich hier mal noch ganz schnell, letzte Aktion für heute, mein kleines minimales Basislager auf. Mein Basislager der Minimalistigkeit. Ein hochexplosives Wort. So. Dann gibt es noch einen Satz Fackeln dazu. Weg damit ihr. 3 und 4. So. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das gibt dann, der Start einer neuen Aufnahmesession. Und dann schauen wir mal, ob wir hier in diesem wunderschönen Sumpfgebiet ein bisschen das finden, was ich begehre, nämlich Zucker. Also, bis dahin. Tschüss.